60 Jahre Puppentheater. Das sind neben über 1000 Puppen auch 66 fest engagierte Puppenspieler, die in diesen 6 Jahrzehnten die Puppen zum Leben erweckt haben. Doch wer waren oder sind die 66 Menschen, die zumeist unsichtbar hinter der Bühne standen? Was lag also näher, ihnen in einem besonderen Raum der Villa P Namen und Gesicht zu geben? 3,15 Millionen Besucher haben das Puppentheater in den 60 Jahren besucht, haben sich in fast 25.000 Vorstellungen 310 Inszenierungen angesehen. Zeit also, die Schau- und Puppenspieler zu würdigen, die das alles mit ihrer Arbeit, ihrer Kunst ermöglicht haben. Intendant Michael Kämpchen hatte sie alle eingeladen und fast alle, die ihre Spuren hinterlassen haben, kamen. Ich möchte aber zunächst erstmal mein Glas erheben auf die Superstars. Ich hoffe, wir haben euch würdig empfangen und es war uns ein Herzensanliegen, das so zu tun. Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler. Freda ist hier irgendwo. Freda vertritt unser Ensemble und richtet das alles gerne aus, das jetzige Ensemble, weil die sind in den Proben zu King Kong und die sind sehr hart und sehr anstrengend. Ja, Freda? Und darum freue ich mich, dass Freda heute da ist. Also ganz lieb willkommen den Puppenspielern, aber auch ganz lieb willkommen all den Gästen, die heute da sind. Zum Wohle. Auf euch, auf euch. Gesundheit und noch viele lange, schöne Jahre gemeinsam. 60 Jahre Jubiläum Puppentheater, das ist das eine. Aber 60 Jahre, das ist auch Geburtstag derer, die 60 Jahre nicht nur die deutsche Puppentheatergeschichte mitgeschrieben haben, sie haben 60 Jahre Ensemble-Puppentheatergeschichte geschrieben. Und das ist eine ganz neue Geschichte vor 60 Jahren gewesen. Und ihr als diese Protagonisten habt diese Kulturgeschichte mitgeschrieben. Und wir wollen euch heute dafür danken und euch ein Geschenk machen, denn ihr habt 30 Jahre einen Teil der Kulturgeschichte der ehemaligen DDR mitgeschrieben und 30 Jahre die Kulturgeschichte der Bundesrepublik bislang mitbestimmt. Mit der Hall of Fame, also der Ruhmeshalle, bekam die Figurenspielsammlung, die auch schon 42.000 Besucher hatte, nun einen Raum, der einzig und allein den 66 Puppenspielern und den Inszenierungen, in denen sie mitspielten und das Publikum verzauberten, gewidmet ist. Anhand von Bildern und Dokumenten entstand auf etwa 13 Quadratmeter ein interaktives Projekt. Auf mehreren Touchscreens kann der Zuschauer in 60 Jahre Geschichte des Theaters und seine Protagonisten eintauchen. Ja, es ist ja in einem Museum, das die Puppentheatergeschichte abbildet, nicht zwingend zu erwarten, dass man diejenigen Menschen, die diese Puppen auch bespielt haben und gespielt haben im Laufe der vielen Jahre, dass man die gleichgestellt wahrnimmt. Man geht ja immer von dem Objekt der Puppe aus, die man sozusagen exponiert. Und ich bin auf einer Reise nach Osteuropa in einem Puppentheater aufmerksam geworden auf eine, nennen wir es Traditionswand, wo dieses Theater all seine Spieler gewürdigt hat. Und als klar war, dass wir in Magdeburg dieses Puppentheatermuseum bekommen, diese Figurenspielsammlung, war der nächste Impuls, darüber nachzudenken, wie kann man all die Menschen sichtbar machen, die dieses Haus mit Leben erfüllt haben. Und so habe ich den Gedanken nach Magdeburg gebracht und dann haben wir Stück für Stück daran gearbeitet. Und nun heute, ich muss wirklich sagen, nach 5 Jahren realisiert sich. Es hat wirklich viel, viel Recherche gebraucht, um das heute zur Eröffnung zu bringen. Wir denken ja in diesem ganzen Zusammenhang ohnehin darüber nach, also wie ist diese Sammlung, die jetzt seit 2012 der Öffentlichkeit zugänglich ist, wie ist die nochmal zu bearbeiten, ein bisschen interaktiver zu gestalten, auch sie zu digitalisieren im Sinne von Interaktion des Zuschauers oder des Besuchers mit den Objekten oder mit den Geschichten, die hinter den Objekten stehen. Das wird ein nächster Arbeitsschritt sein. Und die Hall of Fame ist so ein Zwischenschritt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, sozusagen mit einem anderen Medium umzugehen und auch mit einer anderen Ästhetik. Wir haben
für September 19 eine Sonderausstellung geplant. Also die wird sehr spektakulär. Die findet statt im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums. Wir werden eine Ausstellung haben mit Puppen von Paul Klee, die wir zusammen mit dem Paul-Klee-Zentrum in Bern organisieren. Das wird wirklich ein richtiges Highlight für diese Sammlung. Ansonsten werden wir jetzt Schritt für Schritt versuchen, in die momentan bestehende Sammlung diesen digitalen Aspekt und das Interaktive zu installieren. Und dann arbeiten wir an einer kompletten Neukonzipierung, weil die Geschichte des Theaters und des Puppentheaters im Besonderen hört ja nicht irgendwann auf, die setzt sich ja fort. Und ich habe damals, als wir das Projekt konzipierten, habe ich den Raum der 2000er Jahre kuratiert. Aber der hat eben den Stand von 2011. Wir haben gleich 2021, ja. Also wie willst du, also das muss man also permanent abbilden. Und ein Gedanke bei der Neukonzipierung ist der, zu sagen, wie kann man eine Ausstellung grundsätzlich in so einem Work-in-Progress-Charakter halten, dass sie also auch sich nicht täglich erneuert, aber doch in richtigen Zeitabständen erneuert. Weil es gibt ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach Inhalt, Form, Ästhetik, Mittel, wie das Puppen- und Figurentheater. Und so rasant ist die Entwicklung. Und unserem Publikum steht das zu, das auch in dieser Figurenspielsammlung zu finden. Das letzte Wort aber soll eine Puppenspielerin haben, die selbst von 1967 bis 2007 engagiert war. Also die Entwicklung zur Wende hin war ein bisschen sehr, sehr spannend, weil es um unsere Existenz ging. Und gegenüber war die SED-Kreisleitung. Und dieses Haus sollte eventuell ein Rotlichtbezirk werden. Das sollte ein Puff werden. Aus dem Puppentheater Magdeburg, wo ich 30 Jahre war, sollte ein Rotlichtbezirk werden. Ja, gut, das haben wir abgewendet. Und dann haben wir noch gesehen, wie hier die ganzen Sachen verbrannt wurden gegenüber diese Villa, kennen Sie ja. Hier vom Puppentheater. Da wohnt jetzt ein Kollege von mir, ein Künstler. Ja, sind sehr schöne Wohnungen geworden. Ja, naja, die Wände haben wir gut überstanden. Und den schön richtig mit Neuen mal Schwung. Wieder Gas gegeben, ja. Genau. Ja. Und ja. Wenn man so sich an das ganze Ensemble so erinnert, wie war so die Stimmung, wie war überhaupt der Zusammenhalt im Ensemble? Das war wie ein DDR-Kollektiv. Es wurde sehr viel getrunken in der DDR. Wer zu spät kam zum Beispiel, konnte gleich mal eine Flasche mitbringen. Dann fiel die Vormittagsprobe erstmal aus. Aber die Vorstellung nicht? Nein, die Vorstellung, die war heilig. Aber wer zu spät kam, war immer ein gegebener Anlass. Und ich habe mir sagen lassen, das war in allen DDR-Kollektiven so. Es wurde sehr viel gedruckt. Und natürlich gab es auch hier Kämpfe untereinander um die Rollen, wie Theater ist. Das lebte. Da wurde sich in den Gang hingeschmissen. Wer die Rolle nicht bekam, das Brett stand, oh, mein Name ist nicht dabei. Ja, so war das. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Jetzt ist alles schaumgebremst. Das wollte ich fragen. Das heißt, wer sich heute hinschmeißt, der ist raus. Der ist raus, der kommt gleich in die Klapse. Ja. Und wenn Sie jetzt mal so, sagen wir mal, jetzt sind Sie raus, jetzt sind Sie schon eine Weile Rentnerin, Sie können das alles von außen so betrachten? Ich konnte schon von außen betrachten, als ich 2007 hier wegging, wurde ich noch 3 oder 4 Jahre hier engagiert, gastspielweise. Und das war meine schönste Zeit. Da hatte ich nichts mit dem innerpolitischen Zirkel hier zu tun, sondern musste mich auf meine Rolle konzentrieren und das war sehr schön. Und jetzt ab und zu noch mal hier so die alten Kollegen treffen? Oder treffen, ja, zu Premieren. Ich habe hier ehrenamtlich auch Führungen gemacht, aber jetzt fällt das weg. Jetzt hat man ja den Guide. Genau, ja, alles auf, ja, alles auf Hör, ja, ja. Und wie gefällt Ihnen die Hall of Fame? Die ist sehr, sehr schön.
Und ich fühle mich richtig geehrt. Also ich muss sagen, so ein bisschen Gänsehaut war heute dabei. Schön. Dass wir geehrt werden, wir Alten. Das ist schön. Ich dachte, überall steht hier eine Urne. Das ist so eine Beisetzung. Wir waren ja schwarz-weiß. Aber nein, es war sehr, sehr schön.